Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich haben wir die gute Elia zu ihrem letzten Zufluchtsort verfolgt. Und hier wollen wir ihr jetzt den Rest geben. Mal gucken, ob wir das so gut hinkriegen, wie es das letzte Mal nicht geklappt hat. Will do. Let's have it then. Muss auf jeden Fall viel mehr Ultimas diesmal raushauen, also Kombo-Fähigkeiten. So. Das kennen wir ja schon alles. Ja, Gräfin Ash beschützt. Na, siehst du die schon, Lyra? Willst du mich verarschen? Das macht mehr Spaß, als im Winter Tiermenschen zu halten. Ich hätte schon vor Jahren deiner Bande beitreten sollen. Wenn ihr euch dann genug gezankt habt, manche von uns sind zum Kämpfen hier. Sie greift an. Okay. Send them out. Me and Wade. So, da ist ein Borstner Wappengenosse. Sie ist auf die Halbbootläuferin scharf. Die resolute Klinge ist auf den scharf, okay. Du taunte den mal. Du flamm den Wappenbruder ab. Du Raureif Stachel. Und du. Erstmal den Wille des Befehls. So. Pfeilsturm hatten wir. Eisensturm mal. Anschalten. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay. Der bronzene Wappengenosse, der muss jetzt weg. Lyra, du beerdigst sie mal. Beric, du schwächst sie mal. So, Wappengenosse schwer verletzt. Du tautest sie mal wieder. Du heilst Beric. Gut. Ihr beide weiter auf den Wappengenossen. Pro Begegnung, pro Rast. Dann mach du mal das hier lieber. Mach mal den erschütterten Strahl auf den Wappengenossen. Okay. Beric sieht nicht so gut aus. I'm going down. Na gut, Beric ist down, aber sie ist auch bald tot. Damn thing couldn't pierce cloth. Wenn jetzt nur noch die resolute Klinge da hinten. Ja, gut. Die kriegen wir auch doch tot. Du halt mal Lyra. So, okay, Lyra ist böse angeschlagen. Schwäch ihn mal.
Damn thing couldn't pierce cloth. Okay, das war Lyra. That's a negative. This weapon is like nipples on men. Useless. Das wär's jetzt noch, wenn der uns tötet. Okay. Too easy. This is useless. I should try something else. Okay, ich bin verwundet. Okay, jetzt heilt er sich auch noch. Das ist nicht so schön. Not a problem. Not a problem. This weapon is. Ja, er ist halt ziemlich stark. Useless. Au. Okay. Außergewöhnliche Verteidigung gehen wir noch. Oh, ich schalte mal das hier an. Wenn ich schon selber im Kampf stehe, dann soll mich Graven Ash mal ein bisschen beschützen. Okay, er ist mit Tode da. Das ist schon mal gut. This weapon is like nipples on men. Useless. Whatever you need. So, noch was. Irgendwas Böses hinterher. Uff, das war jetzt knapp. Ich lebe noch? Scheiße, das war anders geplant. Der Hauptmann der gebrochenen Grund zum Blinzeln durch einen Schleier aus Schmerz und aus einem Schleier aus Schmerz zu dir hinauf. Ich sage dir nichts, meine Geheimnisse nehme ich mit ins Grab. Wir könnten uns kreativere Wege aus der Information zu kommen. Nachdem wir nun ihre Plünderungspläne gewaltsam vereitelt haben, können wir uns Zeit lassen. Töte mich einfach, sie wirklich mit festem Blick an. Wir wissen beide, dass ich mich keiner Folter beugen werde. Du wirst nur deine Zeit vergeuden. Ihr die Finger brechen, bist du dir da sicher? Du hast nichts mehr zu verlieren, aber ich kann immer noch dafür sorgen, dass das unwirksame Land unter Kyros Frieden findet. Ich habe die Macht, das unwirksame Land leiden zu lassen. Ist es das, was du willst? Du bist nur ein Hindernis auf meinem Weg. Ich muss Wachplatz erreichen. Du hast nichts mehr zu verlieren. Oh, Zorn beim Blenden mag aber wissen. Das ist ein größeres Versprechen, als diese verdammten Plünderer es verdienen. Aber ich gestehe ein, dass sie mehr redet. Dass sie mehr redet als eine Leiche. Na, scheiß drauf. Die Männer und Frauen hier mit mir würden lieber in einem Kampf draufgehen, als die befleckte Definition von Frieden eines Unbeherrn anzunehmen. Sie seufzt und blickt an dir vorbei. Ich vermute, dein Hiersein bedeutet, dass wir uns alle für den Tod entschieden haben. Elia, du bist nur stur, weil du stur sein willst. Du hättest mir helfen können, dieses Edikt zu beenden. Eine Schade, dass es so gelaufen ist. Wenn du nicht kooperierst, werden deine Leute für die Dauer des Krieges versklavt. Träger, Grubenwächter, Grubenwärter, Pritschenwärmer, ist es das, was du willst? Mir sind deine Überzeugungen und dein Land egal, das macht mich gefährlicher als dich. Du bist nur stur, weil du stur sein willst. Du hast verdammt recht, glaubst du, das unwirksame Land ist für seine Abkommen und Kompromisse bekannt? Oder dafür, dass wir unseren Fersen eingraben und standhalten? Auch wenn wir kaum eine Chance haben, rate mal. Wer es mir helfen könnte, das Edikt zu beenden. In Sekundenschnelle wirkt sie wieder aufmerksam und fixiert dich mit ihrem Blick an.
Ich nahm an, dass Ash und seine Lakai nach Wachpatz durchbrechen wollten, aber ich konnte mir keinen Reim auf ihre Absichten bezüglich des Edikts machen. Man sollte glauben, Leute aus dem Norden wären schlau genug, Kyros Magie aus dem Weg zu gehen. Sie seufzte und blickte in den Himmel. Das Edikt zum Beenden hilft dem unbeugsamen Land mehr als dir, und ich freue mich, dass du zu dumm bist, um das zu erkennen. Was willst du wissen? Erwarte nicht, dass ich diese Wunden zudrücke, dir bleibt nicht viel Zeit. Was weißt du über Ashs Tochter Amelia? Wer? Der Hauptmann hustet sich in den Ärmel und schüttelt den Kopf. Ich zerstöre keine Familie, das ist Kyros Spezialität. Außer in den Rostschluchten und in der Erde Esse weiß ich nur in Dämmerwacht von Eingepanzerten. Sie blickt dich mit blutunterlaufenden Augen an. Aber um die hast du dich gewiss schon gekümmert, nicht wahr, Bastard? Du suchst nach einem Artefakt, oder? Ei, und wir suchen schon seit einiger Zeit. Sie blickt sich mit offenkundiger Erschöpfung um. Vielleicht umsonst. Ich fürchte, ich werde es nie sicher wissen. Wir waren auf der Suche nach den Überresten von Regent Aspison. Vor dem Krieg trug er das standhafte Abzeichen, eine Umhangnadel, die von einem Erstregenten an den nächsten vererbt würde. Ihre Augen funkelten, als sie den Namen ausspricht. Dann besinnt Elia sich wieder, verzieht das Gesicht und blickt dich voller Abscheu an. Was hast du über diesen Regenten in Erfahrung gebracht? Wir waren auf der Suche nach dem Leichnam des Erstregenten, der im Krieg für tot gehalten wurde. Stattdessen haben wir Unterlagen über seine letzten Reisen gefunden. Das letzte, was wir über diese Angelegenheit wissen, ist, dass er zu einer Bresche in den Altmauern reiste und nie zurückkehrte. Sie rutschte die Stirn. Nicht sicher, was er da drin vorhatte, außer vielleicht irgendwie die Geister gegen die Geschmähten loszulassen. Dumme Scheiße. Bresche in den Altmauern ist jetzt auf der Weltkarte freigeschalten. Wir haben einen kleinen Trupp losgeschickt, um nachzuforschen. Er wird angeführt von einem unserer besten Männer, Gregos. Es ist gut möglich, dass sich das standhafte Abzeichen dort befindet in der Bresche. Sie spuckt aus. Mögest du es niemals finden? Was ist das standhafte Abzeichen? Es ist eine Umhangnadel, die vom Erstregenten getragen wurde. Soll angeblich helfen, standhaft zu bleiben gegen... Sie krümmt sich vor Schmerzen und hustet einen Schleimklumpen hoch. Scheiße, standhaft zu bleiben, obwohl die Chancen beschissen sind. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich kann mir keine beschisseneren Chancen vorstellen, als hier im Windfall um Wachplatz. Wie hat sich in den Altmauern eine Bresche gebildet? Sie versuchte sich an einem kraftlosen Schulterzucken. Wir waren ein bisschen zu sehr mit euch nordländischen Scheißkerl beschäftigt, um das gesamte Land rauf und runter zu patrouillieren. Vergibt mir also, dass ich die Details nicht ganz genau parat habe. Meine Vermutung, entweder hat das Edikt der Stimme ein Loch in das so alte Mauerwerk gesprengt oder aber etwas von innen nach draußen. Hilft dir das, nachts besser zu schlafen? Dachte ich mir auch nicht. Wie komme ich zum örtlichen Turm? Es gibt keinen direkten Weg, aber die Bresche in den Altbau soll angeblich zum Turm des Ozeans führen. Wenn du versessen darauf bist, die Reise zu wagen, wirst du schlimmeren Feinden begegnen als die Ungebrochenen. Und wer führt euch an? Matthias war während des Krieges unser Hauptmann, aber im zukünftigen Augenblick seinem Land sehe ich ihn in höheren Positionen. Sie seufzt und blickt in den verdunkelten Himmel. Nur scheinen diese besseren Tage mir nicht vergönnt zu sein. Ich weiß, dass er zuletzt Männer in Trapperkreuzung versammelte. Aber das ist schon etwas her. Er sollte inzwischen aufgebrochen sein. Er war auf der Suche nach dem Beherzten, dem Schwert, das die Helden der Ungebrochenen führten. Er dachte, das könnte uns Hoffnung schenken. Sie lacht verbittert. Hast du noch etwas anderes, das du mir sagen möchtest? Ich habe nichts weiter zu sagen. Du hast mich ausgequetscht. Sie zögert und zwingt sich, dich wieder anzusehen. Lässt du mich nun in Frieden? Sie töten, sie gnadenvoll töten. Ich hätte dich lieber als Gefangene, der Leichnam bringt mir nicht viel. Sie gnadenvoll töten. Sieh den Himmel an, Elia. Ich glaube, der Sturm legt sich. Sie fällt daher nicht auf die Ablenkung herein, blickt jedoch dankbar hinter dich. Du nutzt den Augenblick, um ihr eine Klinge durch die Brust mit ins Herz zu rammen. Sie gibt kein Geräusch von sich. Ein schneller Tod war mehr, als sie verdient hatte. Guter Hieb.
So stirbt eine Tochter des gefallenen, unbeugsamen Landes. Jakobus nickt. Gute Arbeit, Schicksalsbinder. Ich stoße wieder zu Theodor und sichere die Rostschluchten für die Geschmähten.